Gott! Oh nein, fuck. Wir nehmen London B. Eingeloggt. Sheila, wir sind nicht schlecht. Hallöchen, ihr Lieben, hier ist die Funda. Ja, im Rahmen unseres 25-Jährigen, das habt ihr sicherlich mitbekommen, also unseres Galileums, werden meine Kollegen und ich jetzt hier auf die Fragebank oder auf den Fragesessel gesetzt. Und wir dürfen ganz viele Fragen beantworten und ich habe jetzt schon ein wenig Angst. Frage Nummer 1 lautet: Am 30. November 1998 lief die erste Galileo-Sendung auf ProSieben. Welchen Satz sagte Aimann im Trailer zur ersten Sendung? Sehen, staunen, verstehen, kommen Sie mit auf eine Reise voller Abenteuer. Vielleicht nicht glauben, sondern wissen, spannende Geschichten aus der Wissenschaft. Und C, unsere Welt steckt voller Geheimnisse, lassen Sie sie uns gemeinsam entdecken. C fällt schon mal raus. Das ist ein Zungenbrecher. Als ich mich damals hier beworben habe, habe ich ja auch die erste Sendung irgendwie im Internet gesucht. Und da gab es, glaube ich, sogar noch was. Ich tendiere ein bisschen zu C. Unsere Welt steckt voller Geheimnisse. Lassen Sie sie uns gemeinsam entdecken. C? Ja, komm, wir versuchen C. Ja. Okay. Wir sagen C. Manche Dinge sind so selbstverständlich, dass wir nicht mehr darüber nachdenken. Aber wäre es nicht wundervoll, wenn wir die Welt, in der wir leben, besser verstehen könnten? Ein Affe. Unsere Welt steckt voller Geheimnisse. Lassen Sie sie uns gemeinsam entdecken. Es stimmt. Sehen, staunen, verstehen. Galileo. Ab 30. November, Montag bis Freitag, 19:50 Uhr auf ProSieben. Frage Nummer 2. Bleiben wir bei der ersten Sendung. Was war das Thema des allerersten Beitrages? Das menschliche Gleichgewicht? B, das Handlesen. C, eine neue Funktion auf einem Computer. Also ich glaube, eine neue Funktion auf einem Computer. Ich glaube, 1998 waren da Computer noch gar nicht so das Thema, oder? Also ich würde jetzt mal Handlesen ausschließen. Ich weiß es. Ich weiß es auch. Das weiß ich ganz sicher. Es war B, das Handlesen. B. Stimmt? Das ist richtig, okay. Galileo hatte nicht immer eine Sendelänge von 70 Minuten. Wie lang war die Sendung beim Start? 23 Minuten, 45 Minuten, 17 Minuten. Also 23 oder 17, glaube ich. Die war kürzer. Die war kürzer. Das ist, finde ich, schwierig. Also grundsätzlich, also die erste Idee oder die erste Tendenz wäre natürlich B, 45 Minuten. Warum? Weil das klingt so rund. Also mit Werbung. 17 Minuten, oder? Ich tippe mal auf C, 17 Minuten. 17 Minuten? Bist du sicher? Richtig getippt. Wow. Sehr gut. Das Jahr 2005 stand bei Galileo im Zeichen der Wurst. Wie viele Beiträge wurden hier über die Wurst ausgestrahlt? A, 10 Beiträge, B, 20 Beiträge, C, 30 Beiträge. Okay, das kann man ja nur schätzen, oder? Mich wird 30 nicht verwundern, aber ich meine auch wahrscheinlich 20. 10 ist zu wenig. Komm, entscheid du. Okay, nehmen wir 20. Okay, wir nehmen 20. Weiß nicht, 10% vielleicht von dem, was an Sendungen lief, 20 Beiträge, B? Ja, komm, wir probieren es. C. Wir sagen C. Oh Mann, ich lieg nur daneben. Ich bin so schlecht. 2013 verwandelte sich Stefan in einer Sendung in eine ikonische Filmfigur. In welche? Ist es A, Indiana Jones? Ist es B, Darth Vader? Oder ist es C, Homer Simpson? Es war B, Darth Vader. Wir sagen B. Wir sagen Darth Vader. Am Anfang war er noch ganz normales Stefan und dann hat er immer mehr Sachen angezogen, am Schluss mit Maske und der Röchelstimme. Auf jeden Fall, ja, dann sagen wir doch B. Darth Vader. Ich weiß es tatsächlich und es war, glaube ich, ein Clip, der ein bisschen viral gegangen ist damals und ich finde ihn immer noch cool. Es war B, Darth Vader. Die Macht hat entschieden. Allerdings nicht ihre und auch nicht unsere, sondern die von Facebook. Die Seite ist immer wieder zusammengebrochen. Deswegen können wir zum aktuellen Zeitpunkt leider nicht sagen, ob die 1,2 Millionen geknackt sind. Wir gehen allerdings davon aus und deswegen haben wir... Das war ein Quatsch, aber es hat Spaß gemacht. Es war lustig. Da schau, da bin ich, da bin ich! Prinzessin Leia, wie süß! Jungs und Mädels, geil, sogar das ganze Studio. Richtig cool. Ganz viel Spaß. Cool. Und Schluss noch auf vielfachen Wunsch. Ich bin dein Moderator. Sehr schön.
Genial. Galileo ist nicht nur Meister im Geschichtenerzählen, sondern hat auch schon echte Weltrekorde aufgestellt. Einige. Welcher Weltrekord stammt nicht von Galileo? A. Die schnellste Frau auf einer Wasserrutsche. B. Das größte Toastmosaik der Welt, ein Albert-Einstein-Porträt. Mhm. Oder C. Die höchste Zahl an Kuhglocken, die in einer Minute geläutet werden. Oh Gott. Wir sind viel gerutscht, aber sind wir auch am schnellsten gerutscht? Das also wenn dann eine Frau auf jeden Fall. So Funda? Große Frage. Ja, ich habe auch direkt an Funda gedacht. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich das A schon mal gesehen habe. War das Funda? Ich glaube nämlich, dass es Funda war. Ich würde sagen A. Weil es so naheliegend wäre bei Galileo mit Wasserrutschen, sage ich nein, das stammt nicht von uns. Die anderen beiden stammen von uns. Die höchste Zahl an Kuhglocken, die in einer Minute geläutet werden, stammt nicht von uns. Aber die schnellste Frau auf der Wasserrutsche stammt von uns. Funda ist die schnellste Frau auf der Wasserrutsche. Ein Weltrekord. War ich wirklich die schnellste Frau auf einer Wasserrutsche? Wieso hat mir das nie jemand gesagt? Moment mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie kann ich die schnellste Frau auf einer Wasserrutsche gewesen sein und das nicht wissen? Im Ernst, ich wusste es nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Okay, ja, es sind natürlich die Kuhglocken, weil klar, den Weltrekord habe natürlich ich aufgestellt auf einer Wasserrutsche. Logisch. Neben Wasserrutschen testete Galileo auch Tunnelrutschen und hier sogar die längste der Welt. Aber in welcher Stadt ist die zu finden? In Amsterdam, in London oder in Oslo? Warum auch immer zieht es mich nach Norwegen, also irgendwie nach Oslo. Wir nehmen London. B. Eingeloggt. Wir nehmen B. Wir nehmen B, London. London? Echt? Noch nie was von gehört. Ich war oft in London. Beim nächsten Besuch rutsche ich durch die längste Tunnelrutsche der Welt. Am 13. Februar 2014 wurde eine Sondersendung von Galileo ausgestrahlt. Wer hat diese moderiert? A. Harpe Kerkeling als Horst Schlemmer, B. Christoph Maria Herbst als Bernd Stromberg oder C. Stefan Raab? Ich meine mich zu erinnern, dass es Christoph Maria Herbst als Bernd Stromberg war. B. Du weißt es, du weißt es. Mein, ich komm, doch, doch, doch. Außerdem, das weiß ich. Es ist auch Schicksal mit deinem Geburtstag, ja, und so. B. Christoph Maria Herbst, B. Als Stromberg. Mhm. Gibt's davon auch noch einen Beweis? Ja. Ja. Ja, schönen guten Abend. Ich bin der Bernd Stromberg und herzlich willkommen zu Galileo. Ja. Ja, das ist ja normalerweise hier eher so Stiftung Warentest für Waldorfschüler, wo irgendein Praktikant Rutschen im Spaßbad testet. Unverschämt. Heute nicht. Ne? Heute geht's. Heute geht es hier mal nicht um so Lulli-Themen, sondern um ein richtig heißes Eisen. Heute geht es nämlich hier mal um das Büro. Hm? Und da hat man gesagt, ja gut, da muss natürlich jemand machen, der sich da auskennt. Das lassen wir mal schön dem Papa machen. Moi. Mei, wie gut er sich hier in unserem Studio fühlt, ha? Legendär, oder? Legendär. Aus Galileo haben sich über die Jahre mehrere Formate entwickelt. Unter anderem auch Galileo Mystery. Wann lief die letzte Sendung? 2. März 2007, 25. September 2009 oder 8. Oktober 2012? Das ist, alle Antworten sind so lang her. Und schau mal, es ist 10 Jahre, über 10 Jahre her, alles. Und trotzdem werde ich immer darauf angesprochen, hey, wann kommt mal wieder Galileo Mystery? Und ich kriege dann so Sprüche. Ich war letztens in einem Club drehen und dann laufe ich so vorbei. Mir haben halt Bescheid gegeben, Galileo ist da. Und dann meinen alle so, hey, Galileo Mystery, Big Pictures, Wasserrutsche, immer das. Aber das ist auch noch Galileo Mystery. Und die Leute waren halt so 18, 19. Ich meine, damals waren sie, ja gut, 9 Jahre alt, stimmt klar, dann, ja, das prägt ein. Ich hätte auf 2009 getippt deswegen, aber ich bin auch nicht sicher. Boah, jetzt habt ihr mich. Ich glaube auch 2009. Warte mal, wie alt? Antwort A. 2007. Also dann sagen wir 25. September 2009. Ah, Gott sei Dank. Galileo ist nicht nur im TV, sondern auch auf YouTube erfolgreich. 2013 veröffentlichte ProSieben das erste YouTube-Video. Wie hieß es? A. Top 7 Alltagshelfer. B. Wer war eigentlich Picasso? C. Galileo Sommersong 2013. Also ich glaube, weil es so verrückt ist, ist es, glaube ich, der Sommersong. Ich glaube fast, ja doch, ich würde mich dem anschließen. Okay. Ich würde sagen, wir locken ein. Okay. Ah. Ich glaube, es gab keinen Galileo Sommersong 2013. Ich hoffe, dass es ihn nicht gab, sonst hätte ich ihn total verpasst. Thank you.
Willkommen. Sonnenschein. Wir achten unsere Sachen in den Flieger rein. Ja, wir kommen. Wir kommen. Mach euch breit. Reif die Sommer, Sonne, Strand und Zärtlichkeit. Raus aus dem Regen ins Leben. Ab in den Süden der Sonne entgegen. Was erleben? Einen heben. Und dann Bikini erleben. Jetzt kommt es dick. Mann, ich rett den Tag. So ich sah, ab geht die Party. Und die Party geht ab. Und ich sah, hey. Ab in den Süden. Der Sonne hinter dir. Leo, was geht? Der Sonne hinter dir. Leo, was geht? Ja. Ich sag, ey, ab in den Süden. Kopfbacke von Ei. Der Sonne hinter dir. Leo, was geht? Der Sonne hinter dir. Leo, was geht? Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sommer, Sonne, Sommer, Sonne, Sommer, 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 Sommer. Ja, schade aber auch. Ja, schade, dass wir falsch lagen, aber cool, dass wir das gemacht haben. Ich würde sagen, wir waren aber trotzdem ganz schön gut, oder? Ja. Also für mich die größte Überraschung ist, dass ich die schnellste Frau im Wettrutschen bin. Also ich habe bei diesem Quiz persönlich sehr viel gelernt. Es hat mich sehr unterhalten. Vielen Dank fürs Mitmachen und wir sehen uns bei Galileo um 19:05 Uhr pro 7.